Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge zeige ich dir ein Feature, das neu bei Bitwig 4.3 dazu gekommen ist, nämlich zu den Effektkanälen bzw. die Effektsense von den Effektkanälen. Und im gleichen Zuge sind auch die Effektkanäle auf jeden Fall im Englischen umbenannt worden. Die heißen jetzt nicht mehr Effect Track im Englischen, sondern FX Tracks. Aber das sieht man auch im Deutschen. Legen wir doch einfach mal los. So, heute mal in einer größeren Auflösung hier. Und es geht um die Effekt-Tracks hier unten. Und in die Effekt-Tracks schickt man normalerweise Anteile von einem Instrument. Ich habe hier zum Beispiel eins der neuen Devices, das Delay Plus, reingemacht. Und hier habe ich einen Polysynth. Und ohne das Delay Plus klingt der so. Und dann kann ich, wenn ich auf der Spur bin, hier im Inspector Panel hier diesen Send-Regler nach oben drehen und damit regle ich den Anteil, wie viel Sound von diesem Polysynth-Kanal in diesen Delay Plus reinkommen. Also so ist das trocken, da geht nichts rein, und wenn ich das jetzt mal ziemlich hoch drehe, dann geht das hier in den Delay Plus rein oder auch zu 100% quasi. Es wird hier in dB angezeigt, 0 dB sind 100%. Das heißt, der gleiche Anteil an Sound, der hier aus dem Polysynth-Kanal rauskommt, geht auch in den Delay-Plus-Kanal rein. So, und was jetzt neu hinzugekommen ist, das gab es nämlich vorher noch nicht, diese FX-Kanäle, wenn man neuen hinzufügt, werden die FX genannt. Im Deutschen heißen die noch neue Effektspur. Im Englischen heißen die statt Effekt-Track nur noch FX-Track. Was neu hinzugekommen ist, ist, wenn ich jetzt auf diesen Delay-Kanal gehe, habe ich jetzt für diesen FX-Track auch solche Send-Regler hier drin. Der Regler für den eigenen Kanal wird hier nochmal extra andersfarbig dargestellt oder etwas heller dargestellt. Ich kann nämlich auch den Sound aus diesem Kanal in den gleichen Kanal wieder hineinschrauben und kann somit so ein Feedback machen und auch ganz hässliche Feedback-Sounds erzeugen. Aber das Schöne ist, wenn ich jetzt nicht gerade sowas machen will, ich kann halt einfach so eine Kaskade oder so eine Kette an Effekten hintereinander verknüpfen und muss jetzt nicht neue Effektkanäle mit jeweils den einzelnen Chains hier aufmachen. Und das Schöne ist, ich habe jetzt hier den Delay Plus und ich habe hier unten drunter mal so ein Convolution Reverb aus dem neuen Device von Bitwig, auch in 4.3. Das ist dieses MA7 Large Dark, heißt das, glaube ich. Genau. So, und jetzt kann ich einfach sagen, ich bin hier auf dem Delay-Effekt-Track und drehe jetzt einfach hier den Regler hier hoch. Nochmal zur Erinnerung, das ist einfach mein Polysynth-Sound, der in den Delay Plus reingeht. Und wenn ich jetzt hier den Reverb aufdrehe in dem Delay Plus, dann schiebe ich ihn einfach in den Reverb rein. So. Und was man natürlich wissen muss, ist, wenn ich jetzt hier mehrere Sounds in diesen Delay Plus reinschiebe, dann werden die natürlich mit dem Send-Regler hier auch alle in das Reverb reingeschoben. Was eigentlich auch eine total schöne Sache ist, weil wenn ich jetzt hier mehrere Verkettung habe. Das heißt, der Polysynth geht hier in den Delay, dann geht er in den Reverb und vielleicht habe ich dann noch, keine Ahnung, Distortion oder ein Bitcrusher irgendwie am Start und ich sage, das sind jetzt alles so ein bisschen zu viele Effekte, ich muss das ein bisschen ausdünnen, brauche ich nur bei dem Polysynth im Prinzip den ersten Effektkanal runterdrehen und die ganze Kaskade wird insgesamt leiser. Das heißt, wenn ich den Delay Plus jetzt komplett rausdrehe, habe ich nur noch das trockene Signal. Und sobald ich den wieder reinschiebe, wird wieder diese Kette aktiv von Delay, von Polysynth in den Delay und von Delay in den Reverb. Hört man so ganz leise wieder. Und so kann ich das Ganze steuern. Eine super Sache, kleine Sache vielleicht, aber das erleichtert sehr oft das Leben, gerade wenn man so ein bisschen kaskadierte Effekte in Sendbussen machen will
und das nicht hier in so einer Device-Chain, weil man einfach weiß, okay, für die Räumlichkeit, dafür, dass das alles nachher zusammenklingen soll, sind solche Busse oftmals die bessere Wahl. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles neues Feature, was ich herzlich begrüße und was ich total einfach klasse finde. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das mal eingesetzt habt, ob ihr regelmäßig Send- oder Effekt-Track-Effekte einsetzt oder wie ihr das handhaben würdet. Vielleicht habt ihr auch noch so ein paar kleine Tipps und Tricks, die ihr mir verraten wollt. Ich würde mich sehr freuen. Generell freue ich mich immer über Feedback, über jeden, der so ein kleines Hallo da lässt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.